7:03 Uhr, wir haben Sonnenaufgang. Also ich weiß nicht, ob man das da jetzt in der Aufnahme so sieht, aber es sieht richtig toll aus. Also mit bloßem Auge sehe ich, dass die Sonne jetzt komplett draußen ist. Naja, meine Aufnahme ist leicht verzögert, habe ich das Gefühl. Aber echt schön. Ruckzuck, in 2 Minuten war sie da. Naja, 2,5. Und da ich ein bisschen später dran war, waren es vielleicht 3 Minuten. Kann ich nochmal hören? War ich das schön? Und da ist mein Spitzel. Wir sind jetzt beide wach geworden. Die Frisur sitzt. Hauptsache die Frisur sitzt. Also mehr geht nicht. Also von der Nähe her. Da könnte vielleicht noch abtauchen. Da ist man richtig dem Meer nah. Ich komme wieder rein. Ja, jetzt ist sie ja draußen, Glück. Ich mach nochmal umdrehen. Oh, das ist falsch rum. Ist das schön? Direkt aus dem Bett kann man dann hier den Sonnenaufgang sehen, weil wir auf der linken Seite sind. Jetzt geht's Richtung Süden. Wir chillen aber noch ein bisschen. Wir hatten eigentlich den Wecker auf 8 Uhr gestellt und jetzt ist 7 Uhr, glaube ich. Ja, 7:11 Uhr, also wir dösen noch ein bisschen. Gell, Schatzi? Huhu. Ich leg mich auch noch mal ein bisschen hin. Schatzi, ich kann mich dran gewöhnen, auf jetzt nur noch solchen Urlaub zu machen.
Das ist der beste Ausblick, den es gibt für ein Klo. Oder? Beziehungsweise nach dem Klo. Da sind die Toiletten. Und hier ist der Ausblick, wenn man Hände waschen will. Kapitänsfragestunde, da gibt es erstmal einen Vortrag über das Schiff und hinterher könnt ihr zahllos Fragen stellen. Ich weiß nicht, ob der Kreuzfahrtdirektor auch dabei ist. Nee, der muss noch schlafen, der hat zu tun. Also bin ich alleine da, wenn ihr wollt. Fotos geht auch noch, kein Problem. Sehen wir uns dann. Ja, der freundliche Kreuzfahrtdirektor Sebastian hat hier eine dicke Liste mit Sachen, die er verkaufen muss. Das gebe ich jetzt mal weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag, liebe Gäste. Wir hören uns wieder zum Abend. Ihr Kapitän, Herrn Schubert. Vielen lieben Dank, Herr Kapitän, und Ahoi und hallo, liebe Gäste. Hier spricht wieder Ihr Kreuzfahrtdirektor. Ich hoffe, Sie genießen Ihren ersten Seetag bei uns an Bord in vollen Zügen. Ja, und falls Sie gerade beim Mittagessen sein sollten, dann wünsche ich Ihnen erst einmal einen guten Appetit. Und jetzt habe ich noch ein paar Tipps für Ihren Wohlfühlnachmittag hier an Bord der Mein Schiff 1. Um 15 Uhr startet in der Schaubar auf Deck 5 ein interessanter Vortrag von unseren Wohlfühl-Fitness-Experten. Entdecken Sie die Kraft der elektromuskulären Stimulation EMS in unserem spannenden Vortrag Ganz schön fit und vital mit EMS. Treten Sie um 15 Uhr in der Schaubar auf Deck 5 ein und erfahren Sie, wie EMS Ihren Körper transformieren kann. Erleben Sie die Zukunft des Trainings und starten Sie noch heute Ihre Reise zu einem fitteren und vitaleren selbst. Und um 16 Uhr erwartet Sie im Theater auf Deck 4 und auf Deck 5 ein spannender Vortrag von Ihrem Lektor Thorsten Greuer. Kolumbus und die Entdeckung der neuen Welt. Erleben Sie die packende Geschichte des 12. Oktober 1492, als Kolumbus erstmals ansichtete und damit eine neue Ära einleitete. Tauchen Sie ein in die Abenteuer und Entdeckungen, die Amerika für immer veränderten, und lassen Sie sich von den Erzählungen mitreißen. 16 Uhr im Theater auf Deck 4 und Deck 5. Weiter geht es dann direkt um 16.30 Uhr in der Bierbar auf Deck 5, denn dann suchen wir den Rätselkönig der Mein Schiff 1. Testen Sie Ihr Wissen in lockerer Atmosphäre bei einem kühlen Getränk und spannenden Fragen. Für musikalische Unterhaltung sorgt unsere Solo, ob Quizprofi oder Neuling, Spaß ist, um für Unfrieden zu sorgen. Nach dem Durchzug von Hurricane Milton sind im US-Bundesstaat Florida etwa 1,8 zahlreiche Straßen und Häuser stehen unter Wasser. US-Präsident Biden schätzt die Schäden durch Milton auf etwa 50 Milliarden Dollar. Es war bereits der zweite schwere Sturm innerhalb von nur 2 Wochen. Wenige Tage vor Milton hatte Hurricane Helene den Südosten der USA getroffen. Nach dem Feuer auf einem Tag. Die ersten Wölkchen, seit wir von New York weg sind. Was für ein Ding? Die ersten Wolken, seit wir von New York weg sind. Was du machen? Aufpassen, dass man nicht fortgefegt wäre. Dass man uns nicht in Kuba aufsammeln gehen muss. Yeah.
Heute Morgen Sonnenaufgang erwischt. Und jetzt habe ich den Sonnenuntergang erwischt. Seetag Nummer 1 geht langsam zu Ende. Und morgen haben wir Seetag Nummer 2. Schnell. Guck mal, wie schnell, zack, ist sie weg, gleich. Ja. Wir nähern uns dem Äquator und dann geht es schneller. Zack, weg. Zoom ich mal ran. Ja, jetzt ist alles weg. Jetzt haben wir schön einen roten Himmel noch. Das ist unser schöner Pool. Da oben ist das Fitnessstudio. Das Fitnessstudio, was Tag und Nacht auf hat. Voll geil. Gibt es nirgends. Hier ist der Eisbär. Okay. Ach cool, geil. Eigentlich sieht es noch größer aus, wenn es leer ist. Pardonne. Ja, da ist die Bühne dann. Aber echt, ja.